Wir waren nur dreimal zusammen weg und schon erzählst du mir, wir sollen nur Freunde sein? Du hast mir niemals eine Chance gegeben und dafür... Wirst du brutzeln wie eine grobe Bratwurst? Oh mein Gott. Es ist ja nicht so, dass ich dich nicht mag. Es ist bloß... Nun, möglicherweise bist du einfach ein zu netter Typ. Ich nehme an, ich würde lieber mit jemandem ausgehen, der weniger, nun, vorhersehbar ist. Hallo? Wer hat das synchronisiert? Das ist kaum der Lincoln-Tunnel, Sam. Für mich sieht das aus wie eine Art zum Scheitern verurteilte Geiselnahme. Oh, heißt das, wir können gleich einem verrückten Wissenschaftler in seinen schwabbligen, käsigen, aufgequollenen Arsch treten? Mir fällt nicht ein, warum wir es lassen sollten. Ihr seid hier völlig nutzlos, Freelance-Police. Ein leichter Druck auf den Hebel und meine undankbare Abendverabredung wird zu einer halben Tasse entropischen Atomstaubs reduziert. Wow. Ich wusste gleich, dass er kein echter Doktor ist. Soll ich den mutmaßlichen Täter stellen, unterwerfen und bestrafen, Sam? Misch ihn auf, Kleiner. Oh. Hey. Klasse Schlag. Hui. Hä? Oh. Der Typ ist nicht echt, Sam. Kann ich seine Rübe als Souvenir behalten? Warum glaubst du, tickt das Ding? Oh. Oh. Das ist kein Kopf. Das ist eine verdammte hässliche Zeitbombe. Ups. Lass uns von diesem Sündenpfuhl verschwinden. Pronto. Starke Idee, Sam. Vielleicht können wir diese tickende Rübe irgendwo hintitschen, während die Credits laufen. Kann ich fahren? Wenn du mich völlig verkrampft und kreischend wie eine 13-jährige Jungfrau ertragen kannst? Sam, ist es nachts dunkel? Goodbye, Sam und Max. Ich werde nichts von dem jemals vergessen, was ihr heute hier getan habt. Ja, jetzt sitzt sie da. Wow. Wow. Was haben wir hier, Kiki von Kiki? Ja, Sam und Max. Hit the road. Ja, es würde empfohlen. Und wie gesagt, ihr könnt immer empfehlen. Schreibt in den Kommentaren, was wir noch so spielen sollten. Und eines sollten. Tages spielen wir das, wie man sieht. Ja, doch, 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 doch. Und allein der Vorspann hat mir schon sehr gut gefallen. Ja, also... Wow, das war speziell. Diese LucasArts-Dinger, die sind immer sehr gut geschrieben. Ja, eigentlich schon. Wobei das hier mit der 13-jährigen... Ja, gut, das kannst du heute, glaube ich, nicht mehr so machen. Nicht so gut gealtert. Nee. Aber damals, wann auch immer damals war, war schon... grenzwertig. Das war schon ziemlich damals, weil man beachte die pixelige Grafik. Ja. Ja. Aber gut, wir spielen ja alles Mögliche nicht. So. Genau, und das kennen wir gar nicht, also... Nee, also Sam und Max mal gehört und auch mal das Bild hatte ich im Kopf, aber gespielt noch nie. Nein. Ja, und hoffentlich, das ist das Teil, was wir spielen sollen. Ne? Ja, ja, doch. Einer von euch, Professoren und Kenner und Experten, hat gesagt... Hit the Road, dann haben wir mit Hit the Road angefangen. Es sind mehrere, hoffentlich ist das erste Teil. Das, ja, no. Ich kenne mich nicht aus, aber das sieht ja schon mal sehr vielversprechend aus. Also der Auftritt war schon mal sehr spektakulär. Mhm. Jetzt, wo ich diese iMuse sehe, ich habe eine Dokumentation mal über iMuse gelesen. Gelesen ist gelogen, geguckt. Mhm. So nennt man das. Mhm. Und das macht so, dass die Leute haben die Musik komponiert und je nachdem, in welchem Raum du bist, die blendet zueinander, die ändert sich. Und das war früher quasi nicht der Fall, war ein großes... Oh. Sam und Max, das ist, die sind eine Freelance-Police. Was soll man das heißt? Das klingt sehr professionell. Guck mal, unser Büro. Ja. Wow, okay, ja, das sieht auch sehr professionell aus. Das war mal ein erfreulich zurückhaltender Vorspann. Mir machte diese käsige Atmosphäre der Rückblenden viel Spaß. Hm. Wovon zum Teufel sprichst du, Max? Was lief da aus dem Sam, entweder graben sich Termiten durch meinen Schädel oder einer von uns tickt. Oh. Ups, stimmt. Da war was. Ja.
Max, wo soll ich die entsorgen, ohne dass sie jemanden verletzt, den wir kennen? Schmeiß sie aus dem Fenster, Sam. Dort draußen sind nur Fremde. Okay. Huch. Mein Gott. Ich hoffe, da saß niemand in diesem Bus. Oh, Telefon. Scheiße, Mann. Was? Was? Hallo? Ja? Ja? Ja. Nein. Wirklich? Sieh mich auch. Ah. Wieder einer dieser verwirrten Volkszähler? Eigentlich war es der Commissioner mit einem neuen, idiotischen und verwirrenden Auftrag. Beinhaltet er auch mutwillige Zerstörungen unsererseits? Können wir nur hoffen. Weil dieser Auftrag streng vertraulich behandelt werden soll, werden wir einen Kontaktmann draußen auf der Straße treffen. Ha. Klingling. Oh, langsam kommt hier ein wenig Handlung rein. Joa. Wird mal Zeit, ne? Okay, was können wir hier machen? Ah, wir spielen also quasi Sam. Also das ist Sam und das ist Max. Ne? Also. So, ah, jetzt kann ich mir... Vertikaler Besteckkasten. Aha. Kann man das benutzen? Ja, man kann... Huch. Ah, jetzt kann man eine Runde Darts. Mein Gott, okay. Ah, wir können sprechen. Mit Spuck. Divers. Bist du genauso verwirrt? Sogar noch mehr. Cool. Ich bin aufgeregt. Wer ist das nicht? Das ist doch crazy, Mann. Ja. Wie ist das Zauberwort, kleiner Freund? Dreigestirn. What? Dreigestirn? Nun, das war's. Ah. Nee, das war's noch nicht. Da war noch was. Ach so. Ah doch, scheinbar war's das doch. Ja, macht nichts. Okay, dann gucken wir uns den kleinen Freund mal an. Das ist Max. Ah. Ah, die Dinger sind so, die ändern sich, wenn du was kannst, ja, ne? Ja, genau. Okay. Dieses Telefon repräsentiert den uneingeschränkten Kontakt mit der Außenwelt. Ist das cool. Bis sie mitbekommen, dass wir die Rechnung nicht bezahlen. Ach so. Ja, denen geht's also richtig gut. Kann man das... Huch, was ist denn das? Wir haben keine Zeit für alberne Telefonate. Oh, so. Wie schade. Hä, was bedeutet das? Max benutzen? Ach so, benutzen. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Ah, verstehe. Ah, okay. Gut, okay. Gucken. Ach so. Das ist benutzen. Wir haben keine Zeit für alberne Telefonate. Schade. Kann man hier noch weiter? Ah, hier kann man noch weiter. Hier kann man noch weitergehen. Was ist denn das? Das ist Max Kakerlaken-Schaukasten. I. Oh Mann. Oh, die Ratte. Da kommt eine Ratte. Ja gut, aber die kann man mit der ihr kann man nicht interagieren. Das ist ja, Max. Das ist Max Kakerlaken-Schaukasten. Oh, die gruselige Puppe oben, die bewegt die Augen. Oh Gott. Achso. Ah, ist nur so. Nur eine so normale Puppe. Ja, einfach. Genau. Das ist das Schwarzlicht, mit dem Max seine seltenen 60er-Poster zum Leuchten bringt. Hm. Was nehmen? Oh, eine Glühbirne. Ist das unser Inventar? Ah. Das ist ein Schwarzlicht. Oh, cool. Achso, und das sind die ganzen Actions, hä? Okay. Lass ihn meine Augen. Lass meine Augen in Ruhe. Okay, cool. Ah, da kann man nichts benutzen. Ja. Ich verstehe den Unterschied zwischen dem Benutzen mit dem grünen Ding und ohne grünen Ding nicht. Ja. Ich auch nicht so richtig. So, man kann... Naja, ist ja erforscht. Also sind wir hier durch vielleicht, ne? Oder kann man hier rausgucken? Nee, kann man nicht. Hier in den Loch von der Ratte oder im Fernseher. Ah, ja. Meine Garderobenantenne. Ich bin ein elektronisches Genie. Wow. Kannst du die Antenne mitnehmen? Wir haben unser ganzes Geld in dieses Rattenloch investiert. Vielleicht meint er das ganze Ding hier. Kann man das nehmen? Das kann ich nicht aufheben. So. Oder ist dein Geld im Loch von der Ratte? Mein Geld? Nee, nee. Da kann man gar nicht ins Loch machen.
Doch. Ja, das ist der... Bargeld. Ah. Das kann man nur verstehen, wenn man nicht Muttersprachler ist, ne? Ja, stimmt. Cool. Packen wir auch in den Karton. Weil wir haben das in diesem Rattenloch, hast du sofort verstanden, wie das bloß gemeint ist. Unser ganzes Geld. Aber ich habe es rein wortlich genommen. Sehr gut. Das ist ja wohl offensichtlich. Wir sind so Einschusslöcher. Ja gut, dann gehen wir halt. Gehen wir halt mal raus. Oh, wow. Okay. Kann man da hoch? Wir gehen nicht nach oben. Tun wir das nicht. Also. Nicht seit des Unfalls. What? Ich frage nicht. Huch. So, du willst also etwas von mir, hä? Gut, dann nimm das. Huch. Wie brutal. Wie aber brutal? Sehr realistisch. Ach so. Ja, geht. Und hier noch was für unterwegs. Huch. Ah! Oh. Ich bewundere Flints geschäftliches Feingefühl. Bitte, Sam, benutze nie wieder das Wort Feingefühl. Na gut. Ist er tot? Hallo? Ich denke, er hat es verdient. Sagen wir mal so. Kann man mit ihm sprechen? Ach nee, mit Sam. Also. Mit Max. Ja, ich verwechsle die auch noch. Ja, ach, guck mal, der hat so ein Happy Face da gemacht. Ja, ach, hübsch. Ja. Allerliebst. Kann man da was gucken? Da. Ich denke, er hat das verdient. Achso, das ist immer noch der Typ. Okay. Na gut, dann gehen wir. Er wird das wohl verdient haben. Ja, ich, Entschuldigung, dass ich hier so verwirrt klicke, aber ich muss mich erstmal zurechtfinden. Wir sind jetzt unten auf der... Mein Gott, hallo Katze. Igitt, eine niedliche, schilddrüsenkranke Katze. What? Ich finde ihre dicken Augen abstoßend. Ich fasse dieses Kätzchen nicht an. Wer weiß, wo er sich rumgetrieben hat. Okay. Was passiert mit der Hand, wenn Mama scannt? Die macht sich zu? Ja, die macht sich zu. Ah, okay. Achso, nee. Männchen, was ist das? Das ist ein ganz, ich liebe dieses Auto. Ganz licke Baby-Needs. Guck mal. Da gibt's alles. Das ist wie ein Teddy. Ja, so ungefähr. Schmuddelige Büroräume zu vermieten. Ja, das haben wir dann getan, ne? Guck mal, da oben sind die Tauben. Die essen Schokolade. Nur ein paar besoffene Tauben. Ah, besoffen. Ich sehe, dass der alte Mr. Bosco wieder großzügig seine Gewinne mit der unterprivilegierten, skimaskentragenden Jugend der Nachbarschaft teilt. Oh mein Gott. Achso, was für eine Polizei seid ihr nochmal? Hey, ich glaube nicht, dass Mr. Bosco freiwillig das ganze Geld verschenkt. Oh Mann, hab ich Angst. Ein Hund und ein Hase, wie furchteinflößend. Max, dieser Klugscheißer meint, wir wären nicht furchteinflößend. Was sagst du dazu? Zeigen wir es ihm, kleiner Freund. Okay. Zu grundlos. Nee, nicht grundlos. Der ist gerade überfallen worden, der Schnapsladenbesitzer. Und deswegen verprügeln wir ihn? Nein, die Gangster. Die... Kopf ziehen kann. Erstaunlich. Ach so, okay. Weil, der hat gerade gesehen, da sind ein paar Jugendliche mit Skimasken drin. Und dann, Ja, geklärt. Okay. Ja. Und dann, was ist das? Kann man da... Nee. Es gibt auch really bad food da. Ja, das ist mal Werbung. Also, das Auto ist... Ich liebe dieses Auto. Ja gut, dann benutzt. Du bist ein kranker Schnösel, Sam. So, dann können wir es benutzen. Das kann ich nicht aufheben. So. Jesus. Benutzen kannst du es. Das die ist Hand benutzen. Ist nehmen und das Grüne ist nützen. Okay, okay. Wow. Mein Gott. Oh, wow. Hier gibt es viele Orte. Ja. Was sind wir bloß? Sind wir hier? Sind wir... Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht mal sagen, wo wir sind. Ach, da waren wir ja. Huch. Das ist ein Burgerladen. Okay. Auch gut. Cool. Was ist das für ein Tier? guck mal. Das sind wir. Wer?
Wir. Wir? Ja, wir. Das. Sind das nicht wir? Nein. Ja, das sind wir. Ja. Cool. Ein Ständer voll illegaler Sam und Max Carbomb-Spiele. Ja, sowas. Ein Regal voller Snacky-Schnickschnack. Okay. Gucken uns einfach um. Ich muss mal auf die Toilette. Eine Schachtel mit Pika-Nuss-Pralinen. Dann geh doch mal zur Toilette. Original-amerikanische Eingeborenen-Trommeln hergestellt von original-koreanischen Eingeborenen. Ich muss mal auf die Toilette. Ja, dann geh doch. Gehst du hin? Was das bedeutet. Bist du genauso verwirrt wie ich? Sogar noch mehr. Ja gut, das hat, die Themen hatten wir schon. Was ist du siehst gesund und rüstig aus, Kleiner. Ich bin kaffeesüchtig, Sam. Okay. Apropos Kaffee. Nun, das war's. Diese Folge ist von Kaffee. Mhm. Gesponsert. Er ist ein verdammter Brauseknilch. Das ist ein Brauseknilch. Egal, ich spreche ihn an. Bist du hier angestellt? Ich wünschte, es wäre so. Was? Aber ich müsste erst weitere 6 Jahre bei Snacky U studieren, um hier selbstständig arbeiten zu dürfen. What? Aber genug von mir. Was kann ich für euch tun? Cool. Ah, er muss zum Pipi. Mein kleiner Freund muss mal die Örtlichkeiten benutzen. Scheiß auf die Örtlichkeiten, ich brauche ein Klo. Sie sind auf der Rückseite. Hier ist der Schlüssel. Oh, danke. Cool. Das ist ja eine schrecklich große Feile am Schlüsselbund. Was? Gibt es kein Toilettenpapier mehr? Oh. Autsch. Nein. Wir hatten Probleme mit Gaunern, die unsere Toilettenschlüssel geklaut haben. Es sind die saubersten in der ganzen Umgebung. Die Schlüssel? Die Toilette. Wow. Brauchst du Hilfe, kleiner Freund? Ich glaube, das schaffe ich auch alleine, Sam. Danke. Nun, was kann ich sonst noch für euch tun? Och. Snacky U? Das hört sich aufregend an. Oh. Süß, wie der da läuft. Snacky U ist das, wo alle Snacky-Studenten hingeschickt werden, um die Vorteile, die Nachteile, die Höhen, die Tiefen, das Drunter und das Drüber des schillernden gastronomischen und kulturellen Phänomens zu erlernen, das Snacky darstellt. Ah. Klingt aufregend. Ja, faszinierend. Ja. Bei Snacky U lernen wir in Intensivkursen alles über Brötchen schneiden, den richtigen Knopf für die Limonaden zu drücken und das Allerwichtigste, das Öffnen von Gewürzgurkengläsern. Wow! Ich wusste gar nicht, dass ihr so streng und hart trainiert werdet. Hey, ich kann jedes Glas in diesem Land öffnen. Wow! Cool. Aber vielleicht das. Wie ist kann das ich all mein Snacky U Training für euch zum Einsatz bringen? Och. Ja, Moment. Bist du sicher, dass Snacky U nicht in der Bowling-Koalition ist? Was? Absolut. Bowling? Nun, was kann ich für euch tun? Och, lass mal. Nichts. Der kommt gar nicht wieder. Ich kann mir vorstellen, wie oft ich das zu hören bekomme. Ach doch, da ist er. Hier ist der Schlüssel. Wie nett. Er ist ein verdammter Brauseknilch. Nee, ich meine jetzt doch hier die Produkte. Fontäne. Fontäne, wow. Wer bist du? Er liebt seinen Eisbecher. Ja, sprich ihn an. Entschuldigen Sie mich. Entschuldigen Sie mich. What? Das sehen wir einmal als Frage. Einmal. Wenn ich Sie so ansehe, dann erinnert mich das an... Ich will Waffeln, mehr Waffeln! Ja, okay. Guck mal, ob du alles kaufen kannst, was er sich angeguckt hat. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Dann gucken wir halt weit. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Versuch mal, ihn nehmen.
Achso. Auf keinen Fall. Max hat letztens versucht, eine davon zu verschlucken. Okay. Ich will Max doch nicht erschrecken. Ha. Nie. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Ich auch gar nicht. Ich will ja... Das hier. So. Kann man... Na, die Stickers. What? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Woher hast du eine Bombe jetzt? Das frage ich mich auch. Hast du die genommen? Nein, ich hab... Davon habe ich schon eins. Ah. Hä? Wieso habe ich eine Bombe? Ja, pack die mal in deinen Inventar. Ha. Huh. Okay. Guck mal, so haben wir die Bombe. Ich dachte, das ist sowas wie ein Album oder so. Keine Ahnung. Was ist denn das? Ich gucke mal. Eine Schachtel mit Pekanuspralinen. Ein tragbares Carbomb-Spiel. Ist das wirklich nur ein Spiel? Der hat das ganze Spiel. Okay. Okay. Er ist nicht mein Typ. Ja, gut. Und der? Er ist nicht mein Typ. Okay, aber okay, der wollte eine Waffe, aber jetzt dachte, nicht. Ich wollte dir etwas sagen, aber mein Kopf besteht anscheinend aus einem Sieg. Na gut, dann gehen wir halt wieder. Das ist doch nicht so schlimm. Okay, wirklich. Zeigt ja Verständnis. Ja, ist doch nett. Gut, dann gehen wir wieder. Es war nett. Ja, du hast versucht zu bezahlen, es ging halt nicht. Stopp! Oh! Kommt sofort zurück! Was? Wolltet ihr verschwinden, ohne das... Ja, wir haben ja... Also ich meine... Grundgütiger Nein. Hier ist das Geld. Außerdem nehme ich noch diese Schachtel Pekanuspralinen. Gut. Gut. Sind wir jetzt fertig. Aber ist ganz gut, ne? Wenn ja. man das Geld nicht gehabt hätte, dann muss... Ja, genau. Da hätte man das nicht kaufen können. So ist das. Interesting. Ja. Durchaus. So. Oh, was ist das? Ah, das sieht doch verdächtig aus. Aber... Das ist einer von Snackys übergroßen Trink-bis-zu-Platz-Bechern. Er ist fast so groß wie mein Kopf. Wow. Nimm. Okay. Was bist du? Das machen sie mit Karussellpferdchen, die immer aus der Reihe tanzen. Kannst du es benutzen? Ich würde auf diesem teuflischen Groschengrab hier reiten, aber mein Hexenschuss bereitet mir Probleme. Dann pack der Hase darauf. Ah, ja. Auf keinen Fall. Max würde das Pferd zu Schande reiten. Okay, also. Dann nicht. Warte mal, das gucken wir uns noch an. Auch wenn Max auf einmal ein Geweih wachsen würde, wäre er nicht so hässlich. Okay. Snackies. Mhm. Was ist das, Benzin? Keine Ahnung. Okay. Ich kann nicht interagieren. So, jetzt benutzen, ja. So, hier sind wahrscheinlich noch weitere Filialen. Dann gibt es hier noch... Weird Creepy. The Hall of Oddities. Verdammt und zugenäht, er ist nicht hier. Wer? Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir zum Bus zurück und suchen ihn, du Idiot. Mhm. Ich wusste das. Also. Interessant. Geht Mr. Bumpus aus dem Weg, ihr halbnacktes Gesindel. Halbnackt? Ja, das ist ja, gut. Wer war das? Ja. Ich weiß nicht, aber würde die sorglose Atmosphäre der Kirmes nicht mein Gemüt besänftigen, hätte ich ihm seine Kniescheiben gebrochen. Okay. Du bist das Teufelszahnweh, Max. Ich frage mich jetzt aber, wer ist nochmal Sam? Wer ist nochmal Max? Wer war dieser Mensch? Und wen suchen sie? Und wo sind wir hier überhaupt? Was werden wir da drin finden? Das und vieles mehr. Erfahren wir in der nächsten Folge.